Das weltweite Straßennetz. Unendliche Weiten. Das sind die Abenteuer des Captain Mike, der mit seinem 550 PS starken LKW unterwegs ist, um Terminfrachten dorthin zu bringen, wo nie ein LKW-Fahrer zuvor gewesen ist. Auf ihn ist Verlass. Warum wolltest du eigentlich morgen schon Gold im Mutter heißt? Was solche Sprichwörter hatten wir mal. Wann war das denn? Ich weiß gar nicht. Irgendwie Englisch. 76, 8. Schuljahr ungefähr. Wann war das? Irgendwie so Ende der 80er, Anfang 90er bei mir. Da haben wir auch so diverse Sprichwörter durchgenommen. Und dann Vergleich englische Sprichwörter im Gegensatz zur deutschen. Und damals hieß es halt noch, morgen schon Gold im Mund. Ich weiß gar nicht, wann sich das englische Ding da durchgesetzt hat bei uns hier. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Keine Ahnung, also ich kenne das immer noch als morgen schon Gold im Mund. Oder wie heißt das andere Ding dann noch? Bei uns heißt das dann Hals und Baba, stehen bleiben! Ah! Oi, oi, oi. Ich wollte sagen, Hals und Beinbruch heißt bei uns und dann im Englischen gibt es dieses Sprichwort. Wie heißt das? Möge uns der Wind im Rücken stehen hier. Hier. Wie so Wind in our back oder so ähnlich, ne? Ui, one way. Kam ich jetzt nur drauf, wenn mir das so gerade eingefallen ist, genau. Hals- und Beinbruch. Das wäre Ries Burger. So, warte mal, Ries Burger. Oh, ich bin mal gespannt, wann sich unsere Leute mal so ein bisschen nach oben arbeiten, so von den Levels her. Weil das summiert sich dann auch schon, wenn die am... Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. So, ja, da, wo die Reise angefangen hat. Okay, aber wir müssen jetzt zu den Weinyards fahren, weil wegen... Also, das kann ich nicht akzeptieren, minus 4.000. Und dann, was wir an Geld wieder in der Polizei reingesteckt haben. Und dann die 700 Dollar, die wir uns noch einklagen müssen wieder, weil dieser Idiot von... PKW-Fahrer da geparkt hat, geschlafen hat, was weiß ich, was er gemacht hat. Oder hat sich einen blasen lassen, ich weiß es nicht. Ja, Kenworth, da waren wir gerade. Weißt du, kriegt man einen Rabatt, wenn man da noch einen LKW kauft? Also bei Rick'n'Roll war es ja so gewesen, wenn du dir einen LKW bei einem bestimmten Händler gekauft hattest und du hast den zweiten gekauft, hast du Rabatt gekriegt, weil du halt da schon mal gekauft hattest. Endlich wieder schneller als 30. Mensch, Junge, jetzt gib doch mal Gas. Hier ist 55. Ja, ich weiß, der hat noch hier seinen Auflieger hinten drauf. Aber kannst du nicht erzählen, dass der es nicht eilig hat. Ja, ich weiß, ich bin schlimm. Ey, jetzt fahr doch mal schneller. Hier ist 55. Ah, Leute. Ist ja fast wie im Real Life einmal. Jetzt sind wir gleich schon bei einer Stunde, aber kommt mir gar nicht so vor gerade eben. Mal gucken. Vielleicht mache ich 2 Stunden, dann sind wir vielleicht... Mal gucken, je nachdem, wie ich es dann mache. Ob ich dann 30 Minuten Parts draus mache oder 20 Minuten Parts. So, stopp. Da kommt keiner, da kommt einer und da fliegt ein Flugzeug.
Da kommt noch einer. Da kommt keiner. So. Dann werden wir jetzt gleich mal wieder ein bisschen Wein durch die Gegend transportieren. Aber warte mal, wenn die Wein haben. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, hör mal, Frachtmark. Worunter fällt das Ding hier? Unter Kalifornien. Kalifornien nicht, unter. Ich habe gerade Kalifornien hier gelesen. Wo sind wir denn? Ach, da. Ich dachte, wir sind Los Angeles. Ah, okay, da Karlsbad. Ja, siehst du, geht doch. Getränke nennt sich das dann. Okay. Oder Früchte. Oakland 6000. Ich würde sagen, nehmen wir das hier. Wir müssen ja ein bisschen Geld einfahren. Und da ich ja von hier aus losfahre... Moment mal, warum die Spiegel wieder an? Fällt mir gerade so auf. So, dann haben wir nämlich dieses Wein jetzt hier genommen und dann fehlt uns noch eins. Ja, ich weiß wieder, wir haben ja 40 EP bekommen wegen der freien Fahrt. Ja, hier waren wir vorhin schon gewesen. So, Blinker setzen. Bremsi, Bremsi machen. Und dann beten, dass zumindest ein von den beiden Sachen noch... Ja, wo kommt ihr denn alle her? Ja, sag mal, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Gucken. Früchte ist mir zu klein. Ich nehme das große Ding hier. Sieht genauso aus wie der eine Weinyard auch. Also da wird einfach recycelt. Ein Flugzeug, schön. Hier ist auch L.E., der Flughafen in der Nähe. So. Komm, wir versuchen mal wieder so. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich freue, wenn der Kredit weg ist. Traktorstrahler, komm, mach. Haben wir ihn? Ja, endlich wieder was hinten drauf. Wie lange sind wir unterwegs? 9 Stunden, das sollten wir hinkriegen. Gut, gut. So, da kommt nichts. Ab in die... Ach, nicht schon wieder hier lang. Jetzt müssen wir aufpassen. Das wird gleich lustig werden. Hier mit 55 mph lang und dann noch mit einem Auflieger hinten drauf. Joi! Ist ja fast wie Achterbahn fahren, du. Mit einer Stange Dynamit unterm Popo. Und da kommt auch schon der LKW. Ja, was gesehen? Der ist sogar ausgewichen. Na und hier hat er uns gecached. Vorhin, da habe ich nicht mit gerechnet, dass hier ein Bus um die... ich weiß, ist ja einiges los, hör mal. Und die überholen die auch, ist nicht wahr. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn er ins Gegenverkehr gekommen wäre und der in den Gegenverkehr gefahren wäre. Hätte ich mich ja tödlich amüsiert, hör mal, köstlich amüsiert, eher gesagt. Sag mal, versucht er uns da hinten zu überholen? Habe ich das gerade richtig gesehen im Rückspiegel? Dass uns der Truck da überholen wollte? Ich habe das doch gerade im Rückspiegel gesehen, aber der war ja fast neben uns. Ha 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 ha!
was das wird gewesen. Hallo, Herr Brandmeister. Ah, bremsen! Ich hab auf Bremse gedrückt. Ey, der wollte gar nicht bremsen, der LKW. Was ist heute los? Ich hab auf Feststellbremse, ich hab auf alles gedrückt. Geil! Scheiße! Entschuldigung, Herr Wachtmeister. Heute ist der Wurm drin. Verdammt, wie viel Schaden haben wir? Kacke. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Oh, 38. Prozent, einmal können wir knicken. Die ziehen uns alles wieder ab. Jetzt sind wir über minus 8.000. Kredit 14.000. Also heute ist der Wurm drin, Leute. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber wo kam die Polizei jetzt her, verdammt? Okay, die eine, da waren wir zu schnell gewesen. Das konnte ich nur nachvollziehen. Dass der uns dann mit 1000 begrüßt hat. Dass der uns 1000, dass sich gefreut, dass er uns 1000 abgezogen hat. Aber dann hat der LKW nicht gebremst. Ich hab auf Bremsen gedrückt. Ich habe die Feststellbremse gezogen. Da tat sich nichts. Als wenn einer die Bremsschläuche durchgeschnitten hätte. Dann haben wir den Vordermann geknutscht. Okay, da ging da was raus. Und dann bin ich losgefahren und dann auf einmal hatten wir dann plötzlich den Polizisten querstehen. Dementsprechend haben wir jetzt... Ah, hier sind wir wieder. Dementsprechend haben wir jetzt minus... Oh, 14.000, ey, wow. Ich würde sagen... Oh, Glück gehabt. Ich sage, entweder bin ich heute durch, dass ich gerade... am Pixel hängen bleibe. Weiß nicht, irgendwie ist heute nicht mein Tag, du. Haben wir heute Freitag den 13.? Nee, Freitag den 3. Ja. Ey, das ist heute eine Pleiten-, Pech- und Pannenfahrt. Aber minus 14.000, wow. Ich hoffe wenigstens meine fleißigen Bienchen hier. Bienchen? Nee, Bienchen sind sie ja in Europa. Ich hoffe, dass die ja wenigstens noch ein bisschen was reinfahren. Also, ich sag ja, wir kriegen nachher nichts für den Auflieger. Aber wir müssen ja wieder reparieren. Na toll. Was fahre ich mir heute zurecht? Das ist ja peinlich. Ich bremse schon mal, ist ein Brandmeister wieder unterwegs. Also nee, hör mal, also die Fahrt heute, die Aufnahme, das ist echt heute Plattenpech und Peiten. Plattenpech und Pannen. Schon wieder ein Brandmeister. Ja, ja, die wissen, wo sie das Geld herkriegen. Oh, echt unter dem Eimer. Das war aber ein Zufall gewesen, dass wir den gerade quergestellt haben. Das ist unglaublich. Kann man sich irgendwie hier so ein Logbuch hier angucken, wo steht, wie viel man hier dagelassen hat? Warte mal, F8. Keine Kurznachrichten, F6. F5 ist das. Nee, hast du nicht, ne? Ah ja, Motorfehlfunktion, das habe ich vermisst. Das wird lustig. B, du fährst mit in die Karre, dann gibt's Haue.
Gucken, dass wir das Kind noch in trockenen Tüchern kriegen. Nee, also wir pennen auch nicht. Das ist heute wieder so ein... Ich weiß nicht. Das erinnert mich so an die alten Hardwork 18 Wheels of Steel Zeiten. Da hat man doch auch so eine bestimmte Episode gehabt, wo alles schief ging. Schaden und zu spät und hast du nicht gesehen. So kommt mir das gerade hier auch vor. Und irgendwie zieht die Karre auch gerade nicht. Könnte auch daran liegen, dass es gerade bergauf geht. Okay, oder da zu 40%, wie viel Schäden haben wir denn eigentlich drin? 38, sofort Werkstoff suchen, der geht nicht. Schaden 7, der hat doch gerade nur 6% gehabt da hinten. Wo ist denn der hergekommen, der 1%? Ah, die ziehen uns das ganze Geld wahrscheinlich ab. Da ist eine Ambusswolke da hinten. Gibt's gleich Gewitter. Ich traue mich jetzt nicht auf C zu drücken, weil gleich haben wir wieder Motorfehlfunktion. Nee, also das ist heute Pleitenpech und Pannenfahrt, mal ehrlich. Ich möchte mal wissen, wo der Brandmeister gekommen ist, den wir dann so einmal so quergestellt haben. Auf die Seite gelegt haben, einmal nur geil. Aber das war irgendwie so ein bisschen Rache für all die ganzen Abzüge, die uns gegeben hat. Ach, Abzüge an die Polizei, aber das musste, ich sag ja, wir haben so viel da im Voraus bezahlt. Das musste einfach sein, hör mal. Schöne Wolken da hinten. Schöne Quellwolken, das gibt nachher noch irgendwas. 1:06 haben wir erst, wenn wir jetzt mal aufnehmen. Ach, unser Giftsprüher wieder da hinten. 5 Stunden brauchen wir noch. Na, sprüht er, siehst du, da sprüht er. Ja, Motorfehlfunktion umgehend. Eine Werkstatt besuchen ist klar. Ich bin gerade echt sprachlos, Leute. Wie war das noch gleich, wenn einem sowas Gutes widerfährt? Das ist doch ein Asbach uralt wert. Genau. Schneller. Ich halte mal die W-Taste gedrückt. Wenn jetzt alle 3 Sekunden jetzt hier der Motor ausgeht, hör mal. Das ist echt wieder der Pleitenpech und Pannenfahrt heute. Ich bin doch gerade still, weil wegen ich... Fuck, sage ich nur Fuck.
Ja, das Bett wird auch gleich rot. Oh Mann. Jetzt will ich am liebsten eine Schnellreise nehmen. Und ich will meinen Herzschlag mal wieder haben. Piep, 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 mein Blutdruckmessgerät. Das fehlt mir so ein bisschen. Bin mal gespannt, wie viele uns abziehen. Bei 8% Schaden. Ich weiß, ein 7, aber ich mach mal 8% raus. Geht da bestimmt gleich nur ein Reifen fliegen wahrscheinlich, ne? Und dann wieder reparieren. Ich weiß echt nicht, was er gerade hatte, der LKW. Der wollte nicht bremsen. Ich habe auf S gedrückt. Der hat gar nicht gebremst. Ah, was sein kann ist... Ah, Moment. Dass vielleicht der LKW nicht, aber der Auflieger zu schwer ist. Dass noch einiges an Masse hatte, wobei wir nicht abbremsen konnten. Das kann auch sein, dass das mit einberechnet wird. Wie damals bei Hard Rock 80 Meals of Steel. Nein, ich wollte sie nicht zur Seite drängen, Brandmeister. Wie kommen Sie darauf? Jetzt ist er weg. Ja, da kommt er wieder. Dann soll ich einmal zur Seite ziehen? Clear. Ne, lass mal. Reicht schon, wenn wir einen auf die Schippe genommen haben. Oh, 14.000 minus, ey. Wow. Ob wir da immer wieder rauskommen? Dann müssen wir gleich noch eine Fahrt machen, aber diesmal eine lange Fahrt. Weil wir müssen es einmal reparieren. Also reparieren müssen wir uns auf jeden Fall. Sollen wir mal die Haulentaktik wieder machen? Die Haulentaktik. Oh, jetzt gehen dem Brandmeister nicht ins Gesicht, aber der hält uns sonst gleich an wegen Nichteinhaltung der Lenkzeiten. Komm, jetzt 2 Stunden muss noch durchhalten. Musst mal wieder hin nach Bakersfield, ne? Nee, nach San Francisco sogar. Geil. Da kommen wir gleich nach Hause. Schön. Aber nicht beabsichtigt. Dann noch in der Heimatstadt. Hör mal, die meckern uns gleich aus, du. Okay, Millie hat 1000 paar gequetschte. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier mal rüberfahren.